Hallo. 01HUZ547, mal schauen, ob es als gestohlen gemeldet wurde. Der Herr kriegt anscheinend die Alarmanlage nicht aus. Nee. Jubt einfach die ganze Zeit. Stockender oder langsamer Verkehr ist ja mittlerweile nichts Besonderes mehr in Deutschland, besonders weil es mittlerweile ja Einreisekontrollen gibt und deswegen werden immer mehr Kontrollpunkte geschaffen und eben auch Fahrzeuge kontrolliert aus dem Verkehr gezogen bzw. stichprobenartig rausgezogen so gesehen. Und genau das werden wir heute tun bzw. uns dem Thema widmen mit dem schicken Mercedes C250 heute hier. Wie man sehen kann, mal wieder der saarländischen Variante. So wie wir ihn auch im Bombenstimmung-Video hatten. Der war natürlich auch sehr lustig. Und heute wieder mal das Thema Kontrolle. Ja, wir hatten ja auch schon Achtung Kontrolle mit unserem schicken A4 Avant. Mit dem im Kofferraum befindlichen Achtung Kontrolle-Schild. Und heute hier mit den Heckblitzern vom C250 lässt sich das aber auch super zustande bringen. Natürlich haben wir uns nur so einen kleinen provisorischen Stand errichtet, sag ich jetzt mal, beziehungsweise einen kleinen Kontrollpunkt, wo eben entsprechend gewarnt wird, beziehungsweise wo wir die Leute rausziehen können. Ja, was uns das Ganze erleichtert, ist natürlich der Mod, den wir hier haben, Patrol Toolkit. Und genau der ist heute sehr wichtig, denn wir können hier einfach einen Kontrollpunkt errichten, wie wir wollen. Nämlich können wir hier sagen, hier sollen die Leute rausgezogen werden, die wir dann auch so reinwinken. Und dann stellen wir uns entsprechend hin und werden die Leute rausziehen, die wir rausziehen möchten, beziehungsweise die auffällig sind oder entsprechend rausgezogen werden sollen. Ein kleines Manko hat der Mod doch, man muss die Leute eben mit der Waffe anvisieren. Leider, leider, das ist das einzige Problem, aber dann kann es auch schon losgehen und dann können wir die Leute rausziehen. Wir fangen mal mit dem an hier, hier kurz ein Signal gegeben, mit den Händen gewunken und dann haben wir auch schon das erste Fahrzeug hier in unserem Kontrollpunkt heute. So, was haben wir denn hier? Ein Elektrofahrzeug 85UOZ845. Wir lassen das Ganze mal durch die Datenbank laufen, um zu schauen, um was es sich denn genau hier handelt. Guten Tag. So, dann machen wir mal zuallererst eine kleine Überprüfung. Ah, Christine Brady Product. Der Führerschein wurde eingezogen, 6 Strafzettel bereits verteilt. Bitte einmal aussteigen aus dem Fahrzeug. Wir machen die ganze Kontrolle mal. So, dass die Dame aussteigen kann und wir uns dann ihr widmen. Stop right there. LSPD. So. Gut, dann hätte ich ganz gerne mal ihren Ausweis gesehen. Oh, die Hecktür. Ja, ganz wichtig, die natürlich zu überprüfen. So, Pristine Brady Product. Okay. Wie gesagt, der Führerschein wurde eingezogen. Das wurde uns ja schon mitgeteilt. Wir schauen gerade hier jetzt, ob noch mehr Auffälligkeiten waren. Sonst nichts weiter, wirklich nur der Führerschein, der eingezogen wurde. Sie fährt also ohne Führerschein, das bedeutet hier eine Straftat, fahren ohne Führerschein. Das wird entsprechend zur Anzeige gebracht. Die Dame darf dann auf ihren netten Transport warten, während wir ihr Fahrzeug abschleppen. So, und dann hätten wir auch schon die allererste Dame heute, die entsprechend unseren Gefangenentransporter benutzen darf und die wir hier angehalten haben, bevor denn irgendwas Schlimmes noch passiert ist. Wie gesagt, sie hatte keinen Führerschein mehr. Der schicke Cayenne wird sie jetzt mitnehmen und wir werden weiter Ausschau halten nach eben hier Leuten, die entsprechend auffällig sind oder wir einfach rausziehen. Wie gesagt, stichprobenartig wird es auch bei den 31-Kontrollen gemacht in Deutschland. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel die österreichische zur deutschen Grenze anschaut, da geht das Ganze auch langsam, da hat man auch mal 2-3 Kilometer Stau, nur wegen den Kontrollen. Und ja, ab und zu muss dann auch mal ein Polizeitransport anrücken oder eben auch ein Fahrzeugtransport. Ja, wir werden jetzt mal hier schauen. Wie gesagt, was auffällig auffällt, die Leute werden wir auch rausziehen. Der Herr hier mit der Sonnenbrille, leicht auffällig, nichts weiter, hat aber nur ein bisschen geschaut, was da so los ist. Nichts Großes. So, wir schauen, wie gesagt. Getunte Fahrzeuge sind natürlich auch das Thema. Wenn es eins geben sollte, dann wird es natürlich höchstwahrscheinlich kontrolliert bzw. mal rausgezogen. An sich achtet man eigentlich da auch natürlich auf andere Kennzeichen. Ausländische Kennzeichen oder komische Fahrer oder auch komisches Verhalten der Fahrer oder Fahrerinnen. Das werden wir jetzt gleich mal schauen, aber wir könnten auch durchaus mal gucken. Das würde ich doch mal durchaus als
verdächtiges Verhalten anmerken. Wir werden jetzt aber hier mal... Da hinten sehe ich schon einen, der hier einen rumschiebt durch die Gegend. Das kommt mir doch mal äußerst verdächtig vor. So, das Fahrzeug hier mal bitte raus. Wir haben es rausgewunken. So. Da geht ja gerade auf die Alarmanlage. Was ist denn das für ein Fahrzeug, bitte? Machen Sie mal die Alarmanlage aus, bitte. Hallo. 01HUZ547. Mal schauen, ob es als gestohlen gemeldet wurde. Der Herr kriegt anscheinend die Alarmanlage nicht aus. Nee. Die hupt einfach die ganze Zeit. Oder kommt es mir nur so vor? Ja, es wurde gestohlen. Alarmanlage läuft und die Scheibe wurde auch eingeschlagen. Die Dame, bei Ihnen alles in Ordnung? Sie dürfen mal aussteigen aus dem Fahrzeug, bitte. So. Gut. Die Dame, einmal bitte Ihren Ausweis. Hätte ich ganz gern gesehen. Wir müssen natürlich bei allen hier überprüfen, ob die Hecktür aufgeht. Ne, das ist einfach nur die Taste, auf die ich komme. So, die Ellie May Cluck. Alles klar, wir schauen mal. May Cluck. So, mal schauen, was uns hier denn auffällt, ob die schon öfter sowas begangen hat. Eieiei, die Alarmanlage, die geht ganz schön auf die Nerven. Hey. Wir holen hier von meinem Abschleppfahrzeug. Wie gesagt, das Fahrzeug wurde gestohlen gemeldet. Und dann kümmern wir uns weiter hier um die Dame. Lori Belly Lee ist also ihr Name. Sie hat uns den falschen Ausweis gezeigt, wie scheint. Eieiei, und sie ist sogar gesucht. Ihr Führerschein ist abgelaufen. Und dieses Fahrzeug gehört auch gar nicht ihr. Wie gesagt, das wurde jetzt abgeschleppt hier vom Abschleppdienst. Und die Dame darf mal mitkommen. Die hat uns gerade nämlich einmal einen gefälschten Ausweis gegeben. Eieiei, was machen wir nur mit ihnen? So, die Dame. Sie dürfen mal auf ihren Polizeitransporter warten. Wir haben hier lauter Volltreffer, wie es scheint. Aber die Dame war auch mehr als auffällig mit ihrer Alarmanlage. Ich weiß auch nicht, wie man sowas hinkriegt. Gut, hier wollte man vielleicht dann das Fahrzeug verkaufen, ja, in Los Santos. Das kann natürlich durchaus sein. Das gestohlene Fahrzeug entsprechend an den Mann bringen, ja. Gut, das ist jetzt nicht mehr unser Problem, sondern ein anderes. So, wir werden jetzt weiter nach Aktivitäten Ausschau halten und die Leute rausziehen, die auffällig sind. Die Landespolizei hier übernimmt anscheinend. Und wir schauen mal. So, jetzt bitten wir mal den LKW-Fahrer hier, winken den mal raus. Schauen wir mal, ob der auch in unseren kleinen Checkpoint hier reinpasst. Jawohl, wunderbar, der Kontrollpunkt ist groß genug. So, dann machen wir hier mal ganz kurz eine Kennzeichenabfrage ganz nebenbei. Und ja, lassen den Herrn nochmal aussteigen, oder? Aber bitte steigen Sie bitte mal aus Ihrem Fahrzeug. So, widmen wir uns mal ganz dem Herrn hier. Einmal bitte Ihren Führerschein bzw. Ausweis. So, er ist gesucht, weil er einmal von der Polizei abgehauen ist angeblich. Also hier einen Fluchtversuch begangen hat. So, Erwin Tucker, nicht Trucker. Trucker wäre natürlich hier der bessere Name. So, gut. Führerschein gültig, aber er ist wie gesagt entsprechend schon mal aufgefallen. Gut, wir werden jetzt ganz kurz mal den LKW durchsuchen, wenn es recht ist, ja? Einen Augenblick bitte. So, ganz normale Routineuntersuchung hier. Nichts weiter gefunden. Wunderbar, okay. Also er ist wie gesagt trotzdem gesucht, weil er einmal die Polizei entsprechend umgangen hat, sage ich jetzt mal. So, der Herr, der wird entsprechend geladen. Aufs Revier. Sie erscheinen da bitte. Wir haben jetzt ja wie gesagt den Namen. Wissen, wo er arbeitet. Also, er sollte sich bitte demnächst auf jeden Fall melden bei der Polizei. Ansonsten wird es entsprechende Folgen haben und dann darf der Herr auch schon weiter. Wir haben hier nichts weiter gefunden. Wunderbar, das war es soweit. Und dann heißt es auch für uns auch schon wieder weiter geht's. So, wir schauen jetzt hier. Ah, wir haben jetzt auch schon den nächsten, würde ich sagen. So, wir winken den mal raus auch. Das Problem ist jetzt natürlich hier, dass es sich ein bisschen überschlägt mit den Leuten hier. Für den Herrn mit seinem sportlichen Fahrzeug aber auch kein Problem. Denn der Herr hier, der hat ja so ein bisschen getunt, hä? So, Sie bleiben mal bitte jetzt da. Ich würde ganz gerne mal Sie entsprechend. Zur Verkehrskontrolle bitten, wenn es gehen würde. Ja. Woher hat die Dame denn fahren gelernt, bitte? Da fragen wir doch mal ganz nett nach. Ein Führerschein, bitte mal aus dem Fahrzeug aussteigen.
Das dürfen Sie jetzt durchaus hier. So. Einmal bitte Ihren Ausweis bzw. Führerschein. Ja, mal schauen, ob die auch wirklich einen hat. Die Samantha Martinez. Also es war schon sehr, sehr interessant, was die hier für ein Spektakel gemacht hat. Ist auch noch sehr jung, die Dame hier. 94, ja. Ja, das ist noch ziemlich jung. Wir fragen hier auch nochmal die Kennzeichendaten ab. Die hat aber ihr Fahrzeug schon ganz schön modifiziert dafür, hm? Sidepipes, wie es scheint. So eine riesen Haube vorne. Ja, also das ist schon so eine Sache. Die Claudia Montero ist auf das Fahrzeug registriert. Und die hat einmal Fahrerflucht begangen. Also gut, das ist zwar hier nicht die Claudia, aber wir werden hier trotzdem mal das Fahrzeug entsprechend durchsuchen. Mal schauen, was hier rauskommt. So, wir haben mehrere Fahrzeugschlüssel gefunden. Gut, das kann natürlich sein. Ein iFruit und ein Officer Prophet T-Shirt. Gut, das ist eigentlich egal. Wunderbar, okay, wir haben mehrere Fahrzeugschlüssel entdeckt. Das ist natürlich ein bisschen verdächtig. Kann natürlich sein, dass das Fahrzeug noch nicht gestohlen gemeldet wurde, aber trotzdem gestohlen ist. An sich ist aber hier trotzdem nichts weiter. Die Dame würde ich aber trotzdem ganz gern einem Alkoholtest unterziehen, weil die ist gerade ein bisschen auffällig gefahren, muss ich sagen. So, nee, nichts rausgekommen. Da machen wir doch gleich einen Drogentest noch hinterher, wenn die Dame sich dazu bereit erklärt, weil ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, die hat irgendwas genommen, so wie die gefahren ist. Wir schauen mal, ob da was rauskommt. MDMA ist entsprechend true, das bedeutet fahren unter Einfluss von BTM, also Betäubungsmittel bzw. Drogen. So, die Dame, Sie dürfen uns begleiten. Aufs Revier sind vorläufig festgenommen und das Fahrzeug wird entsprechend eingezogen. Dann können wir auch mal gleich Ihre mehreren Schlüssel überprüfen. Wunderbar, dann hätten wir eine Dame aus dem Verkehr gezogen, die auch noch so komisch gefahren ist hier. Der Herr mit dem Cayenne wird sich darum kümmern hier, von der Landespolizei. Wunderbar. Und dann können wir uns auch schon anderen Sachen widmen, wie zum Beispiel hier einem gestohlenen Golfkart. Darum müssen wir uns jetzt mal kümmern. Das bedeutet, wir sind hier erstmal fertig mit unserer Kontrolle. Darum wird sich dann der nächste Kollege kümmern, der hier entsprechend tätig sein wird. Wir machen weiter, werden hier abgelöst. Und dann schauen wir mal, dass wir uns jetzt um das gestohlene Golfkart kümmern. Das, keine Ahnung, warum auch immer, gestohlen wurde. Gut, wir werden uns natürlich hier auf den Weg machen mit unserer C250 T-Modell C-Klasse, so gesehen von Mercedes. Und was natürlich ganz wichtig ist, am Morgen könnt ihr, wie gesagt, das Fahrzeug auch schon testen bzw. spielen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, wie ich finde, weil es auch ein wirklich schickes Fahrzeug ist. Kann ich euch nur weiterempfehlen, also holt es euch. Und wir schauen jetzt mal, was es mit diesem komischen gestohlenen Golfkart auf sich hat. Wieso würde jemand ein Golfkart stehlen? Ich kann mir gerade nicht denken, wieso. Außerdem, ganz wichtig, Leute, da ich ja wieder vom Urlaub zurück bin, heißt es, jetzt kommen wieder in Zukunft ein paar mehr Videos, beziehungsweise wird es abwechslungsreiche Videos wieder geben. Also, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein in nächster Zeit. Uah. Der sehr wendige C250 muss hier alles beweisen. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt uns aber auf den Weg machen zu dem Golfkart hier. Wo auch immer der gerade fahren wird, hey. Das muss ja wirklich, wirklich dringend sein, wenn die uns hier aus den Ecken von Los Santos ziehen, beziehungsweise aus der nördlichen Kontrollstation. So, ich sehe auch schon die genaue Position des Fahrzeugs. Mal schauen, ob der hier schon voll auf der Flucht ist. So, gut. Okay, der gibt auch ganz schön Stoff, wie scheint. So. Gut. Ah, die Dame hat sich schon entschlossen, hier voll aufs Gas zu gehen. Ich verstehe es nicht. Hallo? Die Dame, möchten Sie nicht mehr anhalten? Hallo? Wir haben ja ganz kurz Unterstützung dazu. So, mal schauen, ob wir ein bisschen Unterstützung dazu bekommen können. Wir wissen nicht, wie gefährlich die Dame sein kann. Wer schon so bekloppt ist, ein Golfkart zu stehlen, der ist auch zu mehr fähig. Gut. Vielleicht wollte die Dame das Ding behalten nach dem Golfspiel. So, die Dame. Möchten Sie nicht mehr aussteigen? Hallo? Komm, wir zeigen Ihnen, wie das geht. Hallo? Da, hallo, die Dame. Ja, die Herren von der Kripo übernehmen in dem Fall hier.
Jawohl, doppelte besser. Die Kollegen hier haben es soweit im Griff. Wir sichern hier die Umgebung. Halten mal ganz kurz hier den Verkehr nochmal auf. So, kurz stehen bleiben bitte. Die Kollegen sichern auch mit. Und dann hätten wir hier auch schon die Dame in Gewahrsam genommen. Wunderbar, sehr gute Arbeit, die Kollegen. Sehr schön. Wir müssen uns nur natürlich um den Abtransport von dem Golfkart noch kümmern. Und dann wäre dieser Fall auch schon ein Code 4. Das bedeutet, wir wären hier soweit fertig. Und dann können wir auch schon weitermachen mit unserem C250 heute hier auf unserer Streife. Und ja, dann schauen wir mal, was uns jetzt noch so erwarten wird. Wir haben hier auf jeden Fall eine Meldung. Okay, wir haben hier mögliche Links zu einer Terrorist-Organisation. Es gibt hier die Möglichkeit, dass es natürlich auch eine Terrorist-Attacke sein könnte. In dem Fall haben wir das Fahrzeug aufgrund eines Treffers unter Verdacht gestellt. Das bedeutet, wir sind uns hier nicht ganz sicher. Eieiei, die Dame rennt hier einfach auf die Straße bei Rot. Meine Güte. Wir müssen jetzt schauen, ob es sich hier wirklich um Verbrecher handelt. Also um Leute, die wirklich zu einem Terrornetzwerk Verbindungen haben oder nicht. Wir schauen dazu nochmal bei einer Kennzeichenabfrage, ob wir da irgendwas erkennen, was uns verdächtig vorkommt. Viele Strafzettel oder sonstiges. Wer weiß. Target License Plate. Kann natürlich immer sein. 01 Victor Zebra Nora 8, 9, 7, okay, ist auf jeden Fall gesucht. Eva Myers. Ein Strafzettel ausgestellt, nichts weiter Großes. Wir nutzen die Gelegenheit hier und werden hier schon das Anhaltesignal geben. Mal schauen, wir haben glaube ich nur eine Person in dem Fahrzeug. Wir schauen mal, dass wir vielleicht das SEK auf der Kurzwahltaste behalten. Müssen wir gleich nochmal schauen. Wenn sich der Herr oder die Dame hier zum Stoppen ja, geneigt hat. So, gut. Wir haben ihn gleich mal Unterstützung gerufen. So, guten Tag. Einmal bitte Ihren Führerschein gesehen hätte ich. Eva Myers, stehen bleiben, ey! Ganz ruhig! Oh Mist, jetzt habe ich gerade einen Taser gezogen, was ist das denn für ein Scheiß? Raus dem Fahrzeug! Raus dem Fahrzeug, Hände hoch! Hände hoch! Ja, ist doch noch zur Vernunft gekommen hier. Einfach dieser Moment, wenn man realisiert, dass man den Taser gezogen hat und nicht die Pistole. Gar nicht gut. Weil so ein Taser geht natürlich nicht durch Glasscheiben durch. So, in dem Fall war es anscheinend ein Treffer. Dadurch haben wir den Code 4. Das hier ist abgeschlossen. Wir holen hier natürlich auch nochmal ein Abschleppfahrzeug fürs Fahrzeug. Oder fürs abzuschleppende Fahrzeug. Und schauen dann auch schon weiter. So, als letzten Einsatz haben wir hier auch nochmal einen sehr, sehr wichtigen. Und zwar haben wir für gewalttätige Gangaktivität einen Einsatz bekommen. So, in dem schicken Prius haben wir anscheinend einen Gangmember, der unterwegs ist. Und zwar wegen, wie gesagt, gewalttätiger Gangübergriffe bekannt ist schon. Das bedeutet, wir werden hier mal ganz kurz eine Kennzeichenabfrage machen und jetzt hier die Zeit nutzen, um den Herren mal ein Anhaltesignal zu geben. So schnell wie es geht natürlich den Herren mal entsprechend befragen. Oh, der Herr mit seiner Dame neben dran. Frankie De Luca, wenn das der Herr ist, dann ist der Schwerverbrecher gesucht. Frankie De Luca, Sie sind gesucht. So, wir brauchen mal ganz kurz hier gleich Unterstützung wahrscheinlich. Das wird darauf hinauslaufen. So, raus dem Fahrzeug, aber schnell. Hände hoch, hey, ganz ruhig. Sie sind vorläufig festgenommen. Der Herr hat, wie gesagt, der Herr ist gesucht, ist ein Schwerverbrecher sogar. Entsprechend müssen wir das Ganze erstmal klären und werden jetzt hier den Herrn erstmal festnehmen in Gewahrsam. Und dann war es auch schon wieder heute für die heutige Folge mit einem kleinen Kontrollpunkt und natürlich auch hier ein paar Einsätzen. In diesem Sinne, Leute, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt GTA 5 LSPDFA. In Zukunft natürlich auch ein bisschen abwechslungsreicher. Wir werden auch wieder mit dem Heli unterwegs sein. Also ihr könnt euch da schon freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.